Hey ho, rauf und runter geht's hier wieder mal. Hier mit dem Aufgang komme ich inzwischen nicht mehr besonders gut klar. Ich bleibe hier also immer öfters hängen. Hier muss ich, glaube ich, mal irgendwas umgestalten oder die Ranken etwas abschneiden. Keine Ahnung, irgend sowas in der Art. Ich bin gerade so ein bisschen auf dem Weg nach unterwegs. Ja. Keine Ahnung, wo dieses unterwegs liegt. Da lassen wir uns einfach mal überraschen. Vorhin bin ich hier reingekommen, stand hier ein Creeper auf der Treppe. Da habe ich ja echt wieder gedacht, nee, 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 nee. Ja, Unverschämtheit. Ach, hier so ein bisschen ausgebaut, da so ein paar Bäume gepflanzt, hier den Hafen mal noch ein bisschen, oder diese Anlegestelle, sage ich mal lieber dazu, ein richtiger Hafen, naja, ist vielleicht doch noch etwas anderes. Das poppende Boot ist, ja, ich weiß auch nicht. So langsam finde ich. Ist das sehr beunruhigend? Also, Boote mit Verhaltensstörungen sind jetzt nicht gerade sehr vertrauenserweckend. Uah! Und da ich auch kein besonders guter Schwimmer bin und jetzt leckt hier auch noch irgendwie sehr merkwürdig, ja, war doch bestimmt irgendein fetter Bug am Werk. Egal. Hier nicht viel Neues, noch ein bisschen Erde weggehauen. Ich möchte Folgendes tun, ich möchte jetzt hier gar nicht lange rumstehen, denn ich renne hier mal in diese Richtung. So relativ, ja, so wie ein potenzieller Weg eventuell führen könnte. Ich weiß nicht, vielleicht baue ich mal einen Weg, habe ich mir gedacht, mal einen Weg wieder in einen neuen Bereich. Da hinten ist eine interessante Steilwand, die mich so ein bisschen an Bad Schönfels erinnert, da hatten wir ja auch so einen kleinen Überhang. Der war allerdings natürlich genialer als hier. Das ist jetzt so ein bisschen schrottig dagegen. Oh, was denn, haben wir denn hier? Ein Loch? Na, sowas. Loch an Loch und hält doch. Ja, jetzt bin ich wieder besonders witzig. Das lasse ich dann mal lieber. Wüste. So. Ja, Erkundungstour. Es wird ja einfach mal angesagt. Ich habe mir jetzt mal gedacht, renne ich mal um den Dschungel rum. Ach, guck mal, man kann unser Dschungelhaus sehen. Da, so ganz schwach noch im Nebel. Da kann man sowas erahnen. Ist cool, ist cool. Eine kleine Wüste. Die gar nicht so klein ist. Also, wäre natürlich auch mal schön, da haben wir ja auch so ein bisschen neue Materialien, so neue Sandblöcke. Vielleicht kann man auch mal ein bisschen was in der Wüste bauen. Das ist immer der Sinn an so Erkundungstouren, ne? Dass man so ein bisschen was sieht, ein paar Ideen wälzen kann. Und vor allem auch mal echt mal seine Umgebung kennenlernen. Also, bin hier ja wahrscheinlich schon mal irgendwann wie gewesen. Wahrscheinlich bin ich mal mit dem Boot außen rumgefahren auf einer meiner ersten Touren überhaupt so in diese neuen Vollversionsgegenden. Aber nach wie vor auf diesem Seed, den ich hier benutze, den man nicht mehr reproduzieren kann, ohne komplizierte Upgrade und Downgrade und sonst was Geschichten. Auf diesem Seed gibt es zahlreiche Inseln, eigentlich nur Inseln, und das ist jetzt hier, wo wir sind, die erste überhaupt etwas größere zusammenhängende Landmasse. Immer noch Dschungel da. Ich wollte den einfach mal umrennen. Mal gucken, wo, wie es passiert und wie es so kommt. Oh, ich glaube, jetzt kommt hier so ein Sumpfgebiet, wo ich nicht weiterkomme. Nee, das sieht schwer danach aus. Ja gut, man muss natürlich auch mal ab und zu mal ein bisschen warten, bis da so die Chunks aufpoppen. So. Ja, so eine Kuh. Oh, was ist denn hier los? Ey, ja, du schubst du mich mal nicht hier rein. Hau mal ab. Das hat mir dann immer noch gefehlt, ne? Solche wilden Tiere hier. Aha, ja gut. Das sieht spektakulärer aus, als es dann in Wahrheit ist, ne? Inzwischen sind wir hier alles alte Minecraft-Experten.
Interessant immer, wenn ich Leute dann so treffe oder von denen irgendwie was lese, die dann schreiben, dass sie Minecraft schon seit 3 Monaten spielen oder so. Das ist natürlich immer lustig. Wenn man selber halt wirklich schon seit irgendwie der Alpha-Phase dran ist. Das ist also ja schon gut 1,5 Jahre her. Ja, aber hallo, ne? Klar, gute 1,5 Jahre. Und wenn ich mir immer dann auch vorstelle, wie begeistert man früher von Minecraft war in dieser Alpha-Phase und wie scheiße man das jetzt findet. Nein, Spaß, auch ein böses Wort gesagt. Das ist entschuldige ich mich jetzt für ganz offiziell. Nee, es ist einfach große Faszination immer noch, die von dem Spiel ausgeht. Und das war schon früher so, nur da war das natürlich bei weitem noch nicht so umfangreich ausgestattet. Ist auch cool hier, solche Berge. Und ich dachte, das ist Dschungelende, ne? Das ist aber auch nicht der Hügel, wo wir letztens mal raufgeklettert sind. Das ist wieder was anderes hier. Oha. Auch schön hier, so mit so einer Bucht. Ist denn da noch ein Fluss, der hier durch... Das wäre es noch, ein Fluss, der durch meinen Dschungel führt. Ein Fluss, der durch meinen Dschungel führt. Fange ich schon wieder mit Schlager an. Ne? Das mache ich gerne mal, weil ich natürlich weiß, dass wahrscheinlich 99% aller Zuseher und Zuseherinnen vollkommen allergisch auf Schlagermusik reagieren. Ne? Ich im Übrigen auch, aber obwohl ich ja sehr toleranter Mensch bin. Aber das macht natürlich einen Höllenspaß, ab und zu mal so einen Ohrwurm euch um die Ohren zu knallen. Ja, wenn ich den auch im Kopf hab, warum soll ich das nicht mit euch teilen, ne? Was gibt's denn Schöneres, als mit anderen Menschen zu teilen? So. Oh, das ist aber auch, nee, das ist, glaube ich, nur so ein Lichtproblem. Ja. Ja, das ist und alles okay. Ich meine, hier sind wir aber dann auch letztens gewesen. So groß ist das alles überhaupt nicht, wenn man frei laufen kann, ne? Wenn man das hier im Dschungel alles durchquert, dann ist natürlich klar, dass man ewig unterwegs war. Man kommt ja nicht voran, da muss man ja klettern ohne Ende. Rauf und runter, links, rechts, ne? Aber sobald man hier so freie Bahn hat. Ist das alles kein Problem mehr? Soll ich da mal unten da durch dieses ausgetrocknete Flussbrett? Oh. Außerdem ist es kein Flussbrett, es ist ein Flussbett. So, ein bisschen Essen ist auch immer mal gut, sonst kann ich gleich nämlich nicht mehr kämpfen und was weiß ich. Das ist ja super hier so. Mal gucken, wo wir hier so ankommen. Ups. Kommt mir ja ein bisschen bekannt vor. Ja. Ja. Wir sind nicht far from home. Das ist schon mal klar. Ach, hier sind wir. Ja, ich weiß, wo wir sind. Das Boot habe ich da mal hingelegt und dann bin ich da losgerannt. Da kommen wir dann zu dem Hügel da oben, wo wir dann auf unser Haus gucken können. Aber ist jetzt sehr praktisch, dann kann ich ja mal das Boot nehmen, zurückfahren und dann sehen wir ja auch, wie schön unser neuer Hafen so aussieht, wenn wir nach Hause kommen. Wahrscheinlich ist dann auch gerade so ein bisschen dämmerig. Ja, jetzt kommt es nur darauf an, dass ich auch vielleicht so ein bisschen den richtigen. Ich glaube, hier eher nicht, ne? Ja. Da werden wir jetzt mal gar nicht nervös, weil wir im Boot sitzen und es hier nicht weitergeht.
Oh, ich kann mich jetzt nicht mehr so richtig an die Situation erinnern. Kann es sein, dass ich mich hier mal irgendwann in ein Boot... Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum das da noch lag, ne, das Boot. Wir kamen hier nicht mehr weiter. Ich war wahrscheinlich da vorne eingestiegen und dann dahin gefahren und... naja, gut. Dann laufen wir doch lieber zu Fuß. Stürzen uns ins Abenteuer. Links ist der Dschungel. Es kann also eigentlich nicht viel passieren. Ihr wisst ja, ihr habt ja inzwischen auch Vertrauen zu mir, ne? Ja, ich bin ja auch nicht nur euer Vorbuddler, ich bin ja auch euer Oberpfadfinder, ne? Mit mir kann man sich doch eigentlich nicht verlaufen, ne? Es ist gar nicht so schwierig, mein Gott. Einfach die Himmelsrichtung. Die lassen sich ja in Minecraft zum Glück sehr gut nachvollziehen. Guck mal, da ist doch schon, das ist doch das Beleuchtete da, das kommt mir doch bekannt vor, ne? Das ist unser Schuppen. Unser Schwebeschuppen oder wie auch immer. Wow. Komm, wir machen es mal hier auf gefährlich. Dann kommen wir noch schneller nach Hause. Ach, das ist doch der Tümpel direkt unter unserem Häuschen. Oder täusche ich mich da? Ja, müssen wir noch weiter. Müssen wir noch weiter, ja? Wir sind noch nicht in Sicherheit, Leute. Ah. Jederzeit kann es wieder uns irgendwas um die Ohren fliegen. Ach, guck mal, hier kommt man so richtig gut rauf. Ich sag mal, hier ist man dann doch wieder so re recht sicher im Dschungel, ne? Weil... Oh, das hier wollte ich genau hin. Das erzähle ich euch gleich. Ja, weil eben im Dschungel die Monster eben auch nicht so besonders gut sehen können und hin und her und hochklettern. Ja, ich wollte mir das Haus mal von unten. Letztens hat auch einer geschrieben, wir müssen da nicht von unten auch noch irgendwie Stützen ran. Wie soll denn das aussehen? Und es stimmt, also das sieht hier wirklich ein bisschen arg freischwebend aus, wenn ich mir das jetzt so ansehe. Ich meine, es geht noch, ne? Aber man könnte da vielleicht noch so ein aus hier so Rohholz könnte man noch einen Ast bauen zum Beispiel, damit das schon so ein bisschen besser aussieht. Aber es ist im Grunde ganz cool. Da fehlen jetzt außenrum auch noch ein paar Ranken. Ah, da bräuchte ich übrigens. Oh, was mache ich denn hier? Ranken, ja, da bräuchte ich übrigens auch noch ein paar von. Ich habe aber eine Schere dabei, wenn ich. Ja. Na, Hühnchen? Länger kein Hühnchen gegessen. So, muss man natürlich von unten abschneiden, dann kriegt man die Einzelteile auch mit. Ich hack da manchmal einfach nur so völlig gefühllos rauf und wundere mich dann, wenn ich nur einen Teil rausbekomme. Wow. Ich sehe nichts. Ach, cool. Aber wir sind noch nicht in Sicherheit. Ist mal wieder vielleicht die Chance, mal zu überprüfen, ob man hier vielleicht irgendwie noch raufklettern kann, ne? Vielleicht, wenn man eine Spinne ist oder so. Ja, hier komme ich nicht hoch, weil es ja da keinen Stamm dahinter gibt. Hier hoch. Komme ich da die Ranke hoch? Nein. Vielleicht da irgendwie klettern, aber auf jeden Fall komme ich natürlich hier lang. Es müsste gehen. Wenn ich jetzt hier. Boah, ich höre immer irgendwas. Hoch mit dir. Habe ich natürlich super alles getrennt hier und hermetisch abgeriegelt.
Ja, aber ich will ja eigentlich auch nur wissen, ob es sicher ist. Da unten komme ich vielleicht lang. Da ist auch noch so eine... Ach, verdächtige... Na also. Hier komme ich also lang. Prima. Also, ja, schöner kleiner Ausflug. Hat nicht viel gebracht. Wir haben eine Wüste gesehen, so ein bisschen in der Nähe. Hat mir im Moment noch nicht so den besonderen Kick gegeben. Aber meine Güte, uns fällt schon was ein. Da hinten würde ich gerne mal auch noch mal kämpfen gehen. Nicht jetzt unbedingt. Und hier habe ich mir überlegt, hier lasse ich das so als Terrasse. Das ist sonst, wird mir einfach zu fett. Ja, das sieht so klobig aus. Das haben wir von unten jetzt ja auch schon gesehen. Das ist so ein bisschen schon, ja, ein bisschen zu groß ist für so einen oberen Bereich vom Baum. Ne? Das ist, sieht dann so statisch so ein bisschen komisch aus. Also klein und klotzig, beziehungsweise groß und klotzig könnte man eher unten am Baum bauen. So, diese Verzierungen sind schon nicht schlecht. Und da hinten der beleuchtete Baum, da werde ich als nächstes was drauf bauen. Und dann kann man nämlich hier eine schöne Brücke drüber bauen. Von der Plattform bis da hinten zu der Plattform. Ist leicht andere Höhe, also es wird dann keine symmetrische Brücke, das kann ich jetzt schon mal sagen. Also keine richtige, hier, wie ihr das aus San Francisco kennt oder so, ne? Aua. Hier bin ich auch noch dran am Werkeln, um diesen Bereich hier mal etwas zu verändern. Und ich habe meine Kisten umgestellt. Die stehen jetzt da oben. Okay, also hier zum Beispiel, die so zweispurig, da so rüber, auf den Baum. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man das jetzt am besten, vielleicht mal irgendwann, ich habe gar nichts dabei, also gar keine Slabs, gar nichts. Das muss ich, aber ich habe auch kein Rohholz mehr, also hier so normales Rohholz. Ja, und hier seht ihr, da fehlen mir halt die ganzen Slabs noch. Aber unten habe ich welches. Drum halte ich mich auch gar nicht lange mit der Vorrede auf. Das war mal wieder ein richtig ruhiger Ausflug. Ich hatte da jetzt irgendwie mit Schlimmerem gerechnet, dass wir überfallen werden und dass wir uns verlaufen. Letztens haben wir hier auch mal auf so einer kleinen, auf einem Bootsabstecher haben wir mal so eine komische dunkle Höhle gefunden. Die habe ich inzwischen, also die war so eine Wasserhöhle halt und die habe ich inzwischen auch mal beleuchtet. Die ist auch nicht so besonders groß, aber es ist auch nicht schlecht. Da könnte man vielleicht auch irgendwie was modellieren oder so. Mal sehen. Jetzt brauche ich erstmal normales. Oh, und da haben wir auch noch Slabs. Und auch noch ein paar Zäune mitnehmen. Und dann renne ich auch schon wieder hoch. Huch. Das war jetzt aber ein typisches Spinnengeräusch. Ist ja doch ein bisschen unheimlich. Gut, dass ich jetzt gerade nicht alleine bin. Sondern ganz viele zusehen. So, dann wollte ich hier mal jetzt schon mal so andeutungsweise jedenfalls. So Halbhölzer hinhauen. Hier kommt man nämlich jetzt nicht durch, ne? Ja, aber da zum Glück haben wir ja demnächst dann diese ganzen Slabs da, die in allen Materialien und das ist dann alles wunderschön, alles kein Problem. So, und jetzt baue ich hier erstmal, das können wir wahrscheinlich, müssen wir das hinterher wieder abreißen halb. Ich will mal halt wissen, wo wir da auskommen. Vor allem, ob ich überhaupt drüber komme mit meinen, was weiß ich jetzt, noch 44. Ja, zum Beispiel so. Da gibt das wieder nichts. Oh, könnte aber noch was werden.
kann man die auch einfach so gerade lassen, wobei das natürlich gerade nicht so schön aussieht, ne? Die sollte ja vielleicht ein bisschen durchhängen. Ist ja doch jetzt sehr weit und gut, aber das ist dann so ein bisschen Fummelei. Da müssen wir mal auch ein bisschen mit einem Lehm-Klettergerüst noch arbeiten. Ach, guck mal, vielleicht schaffe ich das noch. Aber hallo. Naja, das ist. Ja, okay, aber das kann man ja angleichen hier. So schlimm ist das jetzt nicht. Ah, da kann man ja hier noch ein bisschen. Das ist eigentlich hier, kommt man wunderbar rum. Und hier habe ich dann noch so ein. Hier kann man runterklettern und dann kommt man unten genau in meinem. In meiner. Ja, in meinem Lagerraum vorne am Eingang. Da kommt man dann raus. So, das wäre doch mal was hier. So, und dann, ja, wie gesagt, da hinten den Block mal eben reparieren. Und dann müsste ich aber mal mit klettern. Das heißt, das nächste werde ich mal. Als nächstes werde ich mal hier nochmal eine Erde. Darunter am besten vielleicht. So, und dass das dann durchhängt. Das mache ich dann auch so Pi mal lustig, ne? Nicht lange ausmessen, einfach mal alle vier oder so, alle vier Blöcke mache ich dann eine Stufe tiefer oder sowas. Nach innen vielleicht ein wenig. Ja, gut, dann müssen wir mal gucken. Hui! Ein mutiger Sprung. Ja, das sieht sonst zu krass aus irgendwie. Geht auch, ne? Man kann das ja auflockern. Man kann ja da. Werden sowieso noch Geländer dran gebaut. Okay, aber gucken wir mal in der nächsten Folge, wie ich das mache. Müssen wir uns ja jetzt nicht mit befassen. Ist ja auch schon spät und so. Also bis dann, mach's gut.